Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zur heutigen News-Ausgabe. Heute haben wir mal wieder sehr interessante Meldungen. Alles rennt auf WrestleMania zu. Das ist ja am Wochenende. Wir haben krasse Meldungen zu Alexa Bliss und so ein paar Änderungen hier und da. Man kennt es, ne? Das übliche Chaos in der Wrestling-Welt. Wir beginnen aber erstmal mit einer wirklich krassen Sache, die in der letzten Zeit so ein bisschen rumgegangen ist. Und zwar gab es in der letzten Zeit häufiger mal Kritik von WWE-Superstars gegenüber Fans. Es haben sich irgendwie immer mehr Fälle ereignet, wo Fans einfach die Superstars belagert haben, wollten, dass sie mehrere Sachen, Autogramme schreiben und unterschreiben und so weiter. Und da ist so eine doch recht hitzige Debatte ausgebrochen. Grund des Ganzen war ein Video, was aufgetaucht ist, wo Rey Mysterio zu sehen war und wo auch jemand versucht hat, quasi Rey Mysterio mehrere Sachen unterschreiben zu lassen. Und es war irgendwie 5 Uhr morgens und so. Und Rey hat dann irgendwann abgelehnt. Und dann hat der Fan sich übelst drüber aufgeregt, was Rey für ein Assi ist, dass er das nicht macht. Und letztendlich ist er nun mal der Fan der Assi, weil es ist seine Aufgabe, im Ring zu stehen und zu wresteln. Und nicht seine scheiß Aufgabe, deine Actionfigur zu unterschreiben. Das Ding ist halt, dass hier nochmal die extra Kritik von den WWE-Superstars kam, dass es viele Leute gibt, die mit tausenden Sachen ankommen, hier nochmal das Bild unterschreiben und nochmal dies und nochmal hier und ich habe nochmal 20 Figuren, die musstest du auch nochmal unterschreiben und so, nur damit sie den ganzen Kram irgendwann bei eBay verticken können. Und das kann es natürlich nicht sein. Deswegen haben die jetzt auch alle gesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen. Rhea Ripley kam auch noch mit dazu, hat sich auch nochmal geäußert, weil es da wohl auch einen Vorfall am Flughafen gab. Es sind immer Flughäfen, Hotels und so weiter, wo die da belagert werden, wo Rhea Ripley auch nochmal 1000 Sachen unterschreiben sollte und sie hat jetzt einfach für sie entschieden. Sie gibt gerne Fotos, also man kann gerne Fotos mit denen machen, aber unterschrieben wird hier nichts mehr, außer vielleicht ein Foto von den beiden. Das würde sie noch unterschreiben, aber nicht mehr irgendein Scheiß, nur damit du das später bei eBay verticken kannst. Da gab es auf jeden Fall ein bisschen Eskalation. Auch der Undertaker hat sich diesbezüglich gemeldet und hat zum Beispiel auch gesagt, dass er es so macht, dass wenn er mit seiner Familie unterwegs ist, dann ist er Papa. Dann ist er nicht der Undertaker. Und wenn dann Leute zu ihm kommen und sagen, hier kriege ich mal ein Autogramm oder kriege ein Foto oder sonst irgendwas, dann sagt er, ey, ich bin nicht der Undertaker, ich bin heute hier als Papa unterwegs und Papas sollten in der Regel keine Autogramme geben. Ich hoffe, du verstehst das. Und er sagt, dass eigentlich 95% der Leute das auch kapieren, aber es gibt immer diese 5%, die es nicht kapieren und die dann halt meinen, ja, voll der Assi und so, ja, dann ist es halt so. Also man kann nun mal nicht jeden glücklich machen, ist auf jeden Fall eine krasse Meldung oder eine krasse Debatte, die hier aufgekommen ist und ist nichts Neues. Man hat das schon häufiger mal gehört, auch dass gerade auch weibliche Wrestlerinnen hier ziemlich krass belagert werden, teilweise, und noch ein Foto und noch dies und noch das und so weiter, und das kann es halt nicht sein. Zück dein Handy, ne, warte auf die Person, hey, können wir mal ein Foto machen, zack, kein Problem, easy, in 2 Sekunden erledigt, aber nicht und noch das und noch dies und noch das hier unterschreiben und noch das unterschreiben, das ist halt einfach für den Arsch, da hat keiner Bock drauf. Im Endeffekt muss man sich ja mal in die andere Person versetzen. Hättest du Bock, 200 Figuren zu unterschreiben, nur damit der die denn verticken kann? Wahrscheinlich auch nicht. Also, naja. So, das also erstmal zu der Meldung. Dann zu Alexa Bliss. Da habe ich 2 Schlagzeilen zu ihr. Zum einen, sie ist ja aktuell in Pause. Und da habe ich ja schon gesagt, dass sie sich schon geäußert hat, dass sie nicht alles mit der Welt teilen möchte. Warum sie jetzt zum Beispiel gerade diese Pause hat. Und wir wissen es aber jetzt. Es gab eigentlich 2 Gründe. Zum einen war sie bei Masked Singer. Das ist ja das, wo irgendwelche Stars in irgendwelche Kostüme reingesteckt werden. Die singen dann so ein bisschen und dann müssen irgendwelche anderen Stars erraten, wer da drunter ist. Und hier war also wurde dann auch revealed, dass unter einem dieser Kostüme Alexa Bliss war. Das heißt, sie war dann natürlich bei Dreharbeiten in dieser Geschichte mit unterwegs. Die andere Sache war, dass sie Hautkrebs hatte. Sie hatte irgendwie eine Stelle im Gesicht, die sie abchecken lassen hat. Und da kam dann raus, okay, das ist ein Gewebe, was da eigentlich nicht sein sollte. Wurde alles entfernt, das ist alles gut. Mittlerweile läuft also alles wieder. Aber trotzdem erstmal eine krasse Meldung diesbezüglich. So, dann habe ich für euch die Wettquoten für WrestleMania.
wissen, WrestleMania steht an, alles schön, alles geil, alle sind gehypt. Und die Wettquoten verraten ja so ein bisschen, worauf die meisten Leute abzielen, wer gewinnen könnte. Und ich gehe mal jetzt die Matches durch und sag euch mal, wer die schlechteste Quote hat, also wo die meisten Leute ihr Geld draufsetzen und damit natürlich davon ausgehen, dass sie gewinnen. Die Viking Raiders sollen das Fatal 4-Way gewinnen, Becky Lynch, Lita und Trish das Tag Team Match, Brock Lesnar besiegt Omos, Edge besiegt Finn Balor, Seth Rollins besiegt Logan Paul, Sami Zayn und Kevin Owens werden neue Tag Team Champions, Austin Theory bleibt US Champion, Gunther bleibt Intercontinental Champion, Asuka wird neue Women's Champion, Rhea Ripley wird neue SmackDown Women's Champion und Cody Rhodes besiegt Roman Reigns. So auf jeden Fall aktuell die Wettquoten. Kann sich zwar immer noch mal ändern, aber ich finde es eigentlich immer recht interessant, was die Masse glaubt, wie das Ganze ausgehen soll. Dann gab es den New Japan Cup bei New Japan Pro Wrestling und dort gab es dann ein Segment von Jeff Cobb, der Kenny Omega herausgefordert hat. Und dieser Aufhänger von diesen Geschichten ist es auch, warum das Match jetzt diese Woche bei Dynamite ist. Letzte Woche hatten wir Vikingo gegen Kenny Omega gesehen und jetzt am Mittwoch kommt Kenny Omega gegen Jeff Cobb. Jetzt könnten auch dann einige denken, okay, wie kam das jetzt zustande? Das kam genau aus diesem Ding zustande. Jeff Cobb hat also bei New Japan Pro Wrestling Kenny Omega herausgefordert und das Match sehen wir jetzt bei Dynamite. Ich finde das irgendwie immer voll cool, wenn die halt so promotion-übergreifend miteinander arbeiten. Das muss zwar alles aufgearbeitet werden, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder jede Show guckt. Deswegen nehme ich sie auch in den News mit rein, weil ihr guckt vielleicht All Elite, guckt aber nicht New Japan und wisst also nicht, wie dieses Match hier zustande kam. Dann gab es noch eine neue Zusammenarbeit und zwar mit, nennen wir es mal Cineminis, Cinnamon Toast Crunch, also halt sowas ähnliches wie Cineminis in Amerika. Und da gibt es jetzt eine Zusammenarbeit mit der WWE bezüglich für Rey Mysterio eigentlich. Es gibt nämlich jetzt Luchador Cineminis, also hier alles auch in so einer Themenbox bezüglich WrestleMania und Rey Mysterio. Dann wurde jetzt auch noch für eine weitere Kombinationsshow was ersetzt. Und zwar Impact Wrestling arbeitet aktuell mit New Japan Pro Wrestling an einer Multiverse-Show. Und hier war eigentlich geplant, dass Will Ospreay gegen Mike Bailey antritt. Ospreay ist verletzt, habe ich euch schon gesagt, und wird jetzt bei diesem Event durch Tanahashi ersetzt. Also auch ziemlich cool. Also hier auch wieder alles sehr schön mit dieser ganzen Zusammenarbeitsgeschichte. Und dann ist der gute Goldberg jetzt offiziell Free Agent. Also es gab jetzt nochmal die Bestätigung, dass Goldbergs Vertrag Ende letzten Jahres ausgelaufen ist und dass dieser jetzt Free Agent ist. Tony Khan hat sich natürlich gleich gemeldet und hat gesagt, oh, das ist aber interessant, denn das ist nun mal ein großer Name im Wrestling-Business. Da ist er auf jeden Fall immer hellhörig. Heißt nicht, dass er sich den holt, aber generell findet er erstmal die Sache sehr interessant und guckt sich das auf jeden Fall an, was man da mit Goldberg machen kann. Könnte. Okay, dann habe ich noch was und zwar bei Smilodogs hatte ich euch ja gestern gesagt, dass es einen fetten Sale gibt, aber wir legen heute nochmal einen drauf. Denn mit meinem Gutscheincode Martin gibt es ab sofort 50% Rabatt nochmal auf die bereits reduzierten Artikel. Also nochmal krassere Rabatte. Alles, was jetzt noch irgendwie da ist, wird jetzt hier rausgehauen für euch. Also checkt das auf jeden Fall aus. Smilodogs.com gibt es das Ding übrigens. Ich wurde nämlich gefragt, wo gibt's die Sachen? Weil ich immer sage Smilodogs. Also die Homepage ist Smilodogs.com. Ihr findet die unten in der Videobeschreibung und in den Kanal, in den Kommentaren. Ist alles verlinkt, Freunde. Also macht das gerne. Und ja, dann war es das erstmal soweit für heute mit dem Video. So, morgen ist Mittwoch. Morgen gibt es wieder News, okay? Donnerstag gibt es die NXT-Preview. Freitag, Samstag gibt es dann WrestleMania. So, das ist auf jeden Fall der Plan. Außer, ich weiß nicht, oder es wird nicht bestätigt, welche Tage, welche Matches sind bei WrestleMania. Dann wird es vielleicht ein bisschen komisch, aber dann werde ich trotzdem die Previews aufteilen. Wir kriegen das schon alles hin, Freunde. Deswegen alles kein Problem. Es kommen wieder viele Videos, also dranbleiben und wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Wir sehen uns in den Streams, Samstag, Sonntag, WrestleMania Streams. Ab wahrscheinlich 20, 21 Uhr werde ich dann online sein und dann die ganze Nacht mit euch zusammen WrestleMania vorbereiten und gucken. Das wird geil. Also kommt vorbei und wir sehen uns. Haut rein und ciao.